Der Eckhart-Arc von One Piece nähert sich allmählich seinem Ende und das Ganze Kapitel für Kapitel. Und während dieser Arc bisher, ich würde mal sagen, unglaublich spektakulär war, war er gleichzeitig auch unglaublich nervenaufreibend. Das liegt daran, dass einige der größten Geheimnisse der One Piece Welt dank Dr. Vegapunks großer Nachricht nach und nach enthüllt werden. Und gleichzeitig nutzt Oda diese Gelegenheit, um uns noch einmal daran zu erinnern, dass One Piece mit jedem neuen Kapitel seinem großen Finale näher kommt. Ich meine, nach den ganzen unglaublichen Ereignissen im letzten Kapitel und den ganzen Enthüllungen über den ersten Piraten Joy Boy, den Sonnengott Nika und der Mutterflamme, sind wir alle mehr als je zuvor darauf gespannt, alles zu erfahren, was Dr. Vegapunk in seiner Videobotschaft der Welt von One Piece noch alles mitteilen will. Leider stehen uns zum Zeitpunkt dieses Videos noch keine zertifizierten Spoiler zur Verfügung, allerdings wurde über Nacht die erste Preview für das kommende One Piece Kapitel 1115 veröffentlicht. Die folgende Preview lautet: Dr. Vegapunks Nachricht verbreitet sich in der ganzen Welt. Wir sind nächste Woche wieder da. Dieser Hinweis ist jedoch besonders aufschlussreich, da er darauf hinweist, dass das kommende Kapitel von One Piece die Wahrheit über Dr. Vegapunks Botschaft weiter enthüllen könnte. Gleichzeitig gab es auch andere massive Entwicklungen, die im letzten Kapitel stattfanden, und es ist hiermit sicher zu sagen, dass das Setup für das nächste Kapitel absolut nervenaufreibend sein wird. Alle Augen sind derzeit auf das One Piece Kapitel 1115 gerichtet. Da erwartet wird, dass Dr. Vegapunk noch größere Geheimnisse enthüllt und die Machenschaften der Weltregierung endgültig aufdeckt. Und hierzu kann man jetzt schon sagen, die nächste Ausgabe wird definitiv darauf aufbauen, ein noch größeres Geheimnis über das verlorene Jahrhundert zu enthüllen. Man kann sicher annehmen, dass das kommende Kapitel noch bedeutender sein wird als das letzte, da das vorherige Kapitel nur den Anfang des eigentlichen Geheimnisses markierte, das Dr. Vegapunk enthüllen wird. Im vorherigen Kapitel erwähnte der ehemalige Chefwissenschaftler Dr. Vegapunk, dass er alles enthüllen wird, was er über das verlorene Jahrhundert weiß, das er selbst durch das Entziffern der Poneglyphen gelernt hat. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass er dies tatsächlich tun kann. Und genau aus diesem Grund wird das nächste Kapitel so unfassbar wichtig sein. In der vorherigen Ausgabe erwähnte er, dass der Protagonist der Geschichte eine Person war, die vor 900 Jahren geboren wurde und Kräfte ähnlich denen des Sonnengottes Nika aus den Elbaf-Geschichten besaß. Er erwähnte, dass diese Person Dehnungsfähigkeiten hatte, ähnlich wie der Protagonist Monkey D. Ruffy, und dass der Name dieser Person Joy Boy war. Dieser Joy Boy wurde als der erste Pirat in der bekannten Geschichte enthüllt. Und von hier an wird der geniale Marinewissenschaftler seine Nachricht definitiv fortsetzen und weitere unglaubliche Dinge enthüllen. Es gibt hier allerdings zwei Dinge, die wir definitiv im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir versuchen herauszufinden, worum es im nächsten Kapitel gehen könnte. Erstens hat Vegapunk selbst eine Menge Informationen entziffert. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Dr. Vegapunk selbst einige Poneglyphen gelesen hat und die alten Texte verstehen kann. Dies ist allerdings keine Überraschung, da er der klügste Mensch der Erde ist mit einem Gehirn, das 500 Jahre voraus ist. Zweitens sollten wir hierbei bedenken, dass Dr. Vegapunk einige Texte durch die Studien der Gelehrten von Ohara übergeben wurden. Zurückgehend auf den Enies Lobby Arc, in dem Oda einen ordentlichen und sehr interessanten Rückblick auf Nico Robin gab, wissen wir, dass die Gelehrten von Ohara bereits die Existenz eines sehr fortschrittlichen Königreichs entdeckt hatten, das vor etwa 900 Jahren einen Krieg gegen die Weltregierung führte. In Kapitel 1115 könnte Dr. Vegapunk dieses Wissen endlich öffentlich machen und der Welt enthüllen, dass das alte Königreich in einem erbitterten Kampf gegen die Weltregierung stand, die von 20 Monarchen gegründet wurde. Und nachdem diese 20 Herrscher sich vereinten, gelang es ihnen, das alte Königreich vollständig zu besiegen. Und als dies geschah, fiel das alte, antike Königreich, dessen Name immer noch verschollen zu sein scheint. Erst nach dem Fall des alten Königreichs entstand die heutige Weltregierung und nahm ihren Platz ganz oben auf der Red Line ein, wobei sie möglicherweise die dort existierenden Götter der Lunaria-Rasse verdrängten. Aber davon abgesehen, dass Dr. Vegapunk in der kommenden Ausgabe das ein oder andere Detail dieser Geschichte enthüllen wird, gibt es natürlich noch einen wichtigen und alles entscheidenden Teil in dieser Nachricht von Dr. Vegapunk.
Der wichtigste Teil, den One Piece Kapitel 1115 oder möglicherweise das Kapitel danach enthüllen könnte, ist der Name des alten Königreichs. Nun könnte man denken, dass Dr. Vegapunk dies nicht kennt. Er tut es jedoch, mit Sicherheit. Vegapunk selbst erwähnte, dass alles, was die Gelernten von Ohara wussten, in seinem Gehirn ist und dass der Wille von Ohara noch weiterlebt. Hätte er das nicht gewusst, hätte Vegapunk diese besondere Aussage niemals getätigt und gleichzeitig macht er in seiner Nachricht deutlich, dass alles, was er weiß, sehr bald öffentlich gemacht wird. Dies selbst ist eine eindeutige Implikation darauf, dass Dr. Vegapunk den Namen des antiken Königreichs auch den Menschen in der Videobotschaft bald enthüllen will. Ob dies in Kapitel 1115 oder den darauffolgenden Kapitel geschieht, bleibt allerdings noch abzuwarten. Was wir sicher wissen ist, dass der Name des alten Königreichs schon sehr bald enthüllt wird. Und da es allen anscheinend immer mehr Verbindungen, aber auch Parallelen zum damaligen Ohara-Vorfall und zum jetzigen Egghead-Vorfall zu geben scheint, können wir davon ausgehen, dass das ganz große Finale von Dr. Vegapunks Nachricht der Name des antiken Königreichs sein wird. Und wer weiß, was dies alles zu bedeuten hat. Diese große Enthüllung könnte die Welt von One Piece für immer verändern. Sie wird einige Leute in Staunen versetzen, in Angst versetzen und zum Nachdenken bringen. Und das Ganze könnte zu einem großen Sturz der Weltregierung führen. Interessant ist hierbei auch der Punkt, auch andere Charakter in der Welt von One Piece reagieren auf die Nachricht von Dr. Vegapunk und es wird sehr schnell deutlich, dass die Auswirkungen der großen Flut bereits spürbar sind und werden noch weitreichende Konsequenzen für die Zukunft haben. Die Reaktionen reichen von Panik über Unglauben bis hin zu Lachen, aber auch Diskussionen und das ist höchst interessant, denn jedes Mal, jede Woche aufs Neue bekommen wir weitere und andere Reaktionen und möglicherweise können wir auch für das nächste Kapitel 1115 wieder solche Reaktionen erwarten. Gleichzeitig glaube ich, dass Dr. Vegapunk noch ein anderes Ziel mit dieser Botschaft verfolgt und zwar, er hat ja im letzten Kapitel ein wenig mehr über Joy Boy verraten, während wir im Kapitel selbst neue Szenen von Ruffians Gear 5 Form gesehen haben und möglicherweise möchte Dr. Vegapunk der Welt diese Verbindung zwischen Ruffy, Joy Boy und dem legendären Sonnengott Nika erläutern oder näher bringen. Er will der Welt klar machen, dass es möglicherweise jemanden da draußen gibt, der uns alle retten kann, der uns alle vor dieser großen bevorstehenden Flut retten kann und er möchte damit vielleicht sogar auch einen kleinen Krieg gegen die Weltregierung anzetteln. Des Weiteren werden wir mit Sicherheit auch die Reaktionen von Imusama und den Gorosei zu Gesicht bekommen, wie sie auf die Nachricht von Dr. Vegapunk bezüglich Joy Boy und Nika reagieren. Und sollten sich diese aktuellen Behauptungen bewahrheiten, sollten wir auch möglicherweise Reaktionen vom Roten Shanks, Blackbeard oder auch von der Cross Guild erhalten und das wäre höchst interessant, da sie alle auf gewisse Art und Weise in Verbindung zu Ruffy stehen. Was die Struktur der nächsten Ausgabe betrifft, wird sie höchstwahrscheinlich einem ähnlichen Ablauf wie in den vorherigen Ausgaben folgen. Das heißt, während Dr. Vegapunk seine Nachricht und die Geheimnisse der Vergangenheit enthüllt, werden wir höchstwahrscheinlich sehen, wie die fünf Ältesten hektisch kämpfen, um die Videoteleschnecke zu finden, um somit die Nachricht um jeden Preis zu stoppen. Gleichzeitig werden wir die vielen verschiedenen Gruppen der Schrotpiratenbande beobachten, wie sie ihr Bestes geben, um zu entkommen, was nun nicht mehr allzu lange dauern wird, da wir uns aktuell im höchsten Finale des Egghead-Bogens befinden. Außerdem werden wir laut der Preview die Reaktionen der Menschen auf der ganzen Welt sehen, was erneut unglaublich aufregend sein wird, wen wir alles zu Gesicht bekommen werden. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was sind eure ersten Gedanken, Eindrücke, aber auch Anmerkungen für das kommende One Piece Kapitel? Was wird eurer Meinung nach als nächstes passieren? Schreibt mir sehr gerne hierzu eure ganzen Vermutungen oder auch möglichen Theorien als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Pere 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 pere. So, ihr Piratengesindel, spitzt mal eure Ohren und hört, was Captain Smoker euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Ruffy.